kommen wir dazu, wie ihr die findet. Ja, alles klar. Dann machen wir Christoph, dann wechseln wir uns ab. Also ich würde gerne so ein paar Sachen zusammenfassen, weil wir bieten dem Publikum ja, du hast gefragt, welche Favoriten gibt es. Der Favorit wird ja von jedem Zuschauer selber ausgewählt. Wir haben verschiedene Einzelkünstler oder Duos da, der Oskar Skrupko, Duo Sienna, die ja ähnliche Dinge an unterschiedlichen Geräten machen, klassische Turnauftritte gestalten, aber eben einmal mit der chinesischen Kuh und einmal mit einem Reifen. Der Reifen hängt dann auch noch an der Luft, da kann ich also ganz anders mit arbeiten und die Menschen faszinieren als an der chinesischen Pole. Und daher freuen wir uns ja auch immer auf die Reaktionen der Zuschauer, die sagen, boah, die Nummer war super und wir haben die völlig anders eingeschätzt. Daher, ja, die Flying Super Kids sind sicherlich als Trostgruppe, so wie wir sie faszinieren, unser Highlight, aber alle anderen haben ihre speziellen Kunststücke, ihre spezielle Stimmung, die sie auf die Bühne bringen. Und daher gibt es dann eben mit Florian Zumkehr, Duo Sienna und Oskar Skrupko klare Gruppen bzw. Einzelkünstler aus dem Bereich Turnen mit verschiedenen Geräten, die auf ihre Art und Weise einfach faszinieren. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was Juju Manier ist. Der ist ja auch nicht so der Klassiker in diesen Gruppen. Ja, wir sind fasziniert von ihm. Uwe wird da total schön erzählen. Den haben wir auch mal vor vielen Jahren mal irgendwo gesehen und hat uns total begeistert. Und sind eigentlich schon seit Jahren mal hinterher den zu kriegen. Ja, wie soll man das beschreiben? Im Kleinen wäre das Tischtennis. Oder Jonglage. Oder Jonglage. Also, er macht eine Nummer, also, hier mal zurück, weil man sieht ja auch das Foto. Der wird am ganzen Körper irgendwo, also das wird erst verdeckt sein, alles. Und alles findet alles hinterm Vorhang statt. Und er jongliert die Tischtennisbälle. So, und innerhalb der ganzen Nummer wird dann deutlich, womit er diese Tischtennisbälle jongliert. Und zwar sind das fünf normale Haartrockner, die am ganzen Körper installiert sind. Wo er, ich glaube, am Ende, ich glaube, 10 Bälle über 10 Föns jongliert. Und das ist das Spezielle der Nummer. Das, wie gesagt, man sieht erst nur, und deswegen ist es eigentlich auch so interessant, man sieht erstmal nur, dass da irgendwelche Tischtennisbälle fliegen und ein Mann da steht. Oder der eben so aussieht. Also man sieht noch nicht, dass er dann am ganzen Körper eben diese Installation der Geschichten hat. Und das ist das Spannende an der Nummer. Wie dann ein Tischtennisball nach dem nächsten kommt und er das ganze Ding dann da zeigt. Irgendwie eine faszinierende Nummer, wie man das hinkriegt, mit seinem Körper, mit seinen Sachen dann sowas zu tun. Das wird sicherlich richtig spannend sein. Und dann als letztes bleibt eben unser Maxim, der Fahrradfahrer, der eben lustige Fahrradakrobatik macht. Auch das Publikum ist sind auch dieses Jahr sehr international aufgestellt. Die kommen aus Frankreich, der Marcel kommt aus Kanada, die Dänen kommen aus Dänemark und dann haben wir noch Deutsche da. Ehrlich. Aber du hast noch nichts zu Urbanatics. Das ist dein Part. Ja. Sag doch mal, dass Parkour eine Völkersportart ist. Es gibt halt schöne urbane Sportarten. Und diese urbanen Sportarten, zum Beispiel Parkour, haben jetzt auch die World Games entdeckt. Aber eigentlich geht es bei Parkour bzw. Freestyle Running darum, von A nach B zu kommen. Und alles, was dazwischen ist, ist völlig egal. Da springe ich rüber, springe drauf, mache ein Salto von der Garage, um dann einen kleinen Weg zu finden, um möglichst schnell von A nach B zu kommen. Andere würden die Umleitungsstraße fahren und die Umgehungsstraße. Diese Athleten laufen einfach quer da durch. Und das zeigt uns Urbanetics. Urbanetics ist ja damals 2010 gegründet worden zur Kulturhauptstadt in Bochum. Und die entwickeln jetzt
eben seit 2010 diese urbanen Sportarten immer weiter, haben eine eigene Show und ja, da fahren wir dann ab und zu hin, gucken uns die an und finden dann solche wunderschönen Nummern. Absolut faszinierend, kommt gerade bei jungen Menschen sehr, sehr gut an. Man könnte auch sagen, Turnen in anderer Form. Also ein Salto kann ich halt in der Schnitzelgrube machen oder eben auf dem Garagenhof. Die Hockwände kann ich über eine Balustrade machen oder halt über die kleine Bank. Im Grunde genommen werden ganz viele klassische Elemente aus dem Turnen im Bereich Parcours und Freestyle Running verarbeitet, die man einfach braucht, um möglichst schnell voranzukommen. Deshalb Parcours auch eine Turnsportart. Also gehört zum World Gymnastics Verband. Mhm. Und vielleicht nochmal zu unserem Radfahrer. Radfahrer. Es gibt ja klassisch Kunstradfahren. Und der arbeitet Kunstradfahren in einer Show auf. Und das ist das Faszinierende daran. Also die haben ja selber, und auch in Moers gibt es Kunstradvereine, die ihre klassischen Wettkämpfe machen. Und Maxim macht halt das Ganze in einer Show. Und das fasziniert absolut, weil man dann diese klassische Sportart Kunstradfahren eben mit entsprechenden Show-Elementen verbindet. Kann man so ein bisschen sagen, dass das gesteigerte Sportarten sind? Also du hast gesagt, es kommt viel aus dem Bereich Turnen, Parcours ist auch aus dem Bereich Turnen, Kunstradfahren. Ist das sozusagen überhöhter Sport, zur Show stilisierter Sport? Nein, es sind Sportler, die verstehen, ihre Sportart auch in eine vernünftige Show umzuwandeln. Aber nein, nicht überhöhter Sport, sondern wirklich, sie bringen uns die Sportarten näher, die wir sonst halt nur klassisch finden in der Turnhalle mit irgendwelchen Kreisen auf dem Boden gezeichnet, weil es da bestimmte Pflichtprogramme gibt und sie verbinden das einfach mit ein bisschen Show, mit ein bisschen Licht, mit ein bisschen Spaß, zeigen aber viele Elemente, die ich auch auf so einem Wettkampf sehen würde. Dann Fliegende Homberger müssen natürlich auch unbedingt erwähnen. Klar, also Fliegende Homberger, unsere Duisburger, seit vielen Jahren eigentlich jährlich dabei, die haben ja mehr oder weniger ein Abo, dass sie immer dabei sind, weil sie eben unsere lokalen Matadoren sind und sie immer wieder es schaffen, auch eine wunderschöne Show zu machen mit wunderschönen Kostümen. Und ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Die Steffen Dortemann und ihre Tochter Ronja, die ja diese Gruppe mehr oder weniger leiten, wie engagiert die da zu Wege gehen, um jedes Jahr eben diese Truppe gut auf den Weg zu bringen. Und das Faszinierende eben auch, ähnlich wie bei den Superkids aus Dänemark, immer permanent neue Leute von unten nachwachsen. Also das ist wirklich eine Gruppe, die sich ständig und regelmäßig erneuert und neue Kinder und Jugendliche heranführen an diese Form des, ja, wie nennt sich das, Showtanzes. Es gibt ja eine extra Kategorie dafür. Ist das wie Akrobatik oder irgendwas? Showturn, ne? Showturn, okay. Ja, die haben To You Staff nennt sich das beim Deutschen Turnerbund. Da gibt es ja auch Meisterschaften zu, wo die permanent in den Endrunden sind und auch Titel abfahren. Das wollte ich nochmal fragen. Wir kennen dich immer nur von der Bühne, aber die Touren ja nun auch. Ja, die werden, also wie gesagt, es gibt da auch Wettkampfveranstaltungen, die haben wir auch schon mal vor Corona, war es 19 oder 18, haben die auch schon mal eine Meisterschaft in der Kirchberger Straße durchgeführt und die werden auch mittlerweile stark angefragt aus anderen Städten für eine Showveranstaltung. Die sind regelmäßig bei der Weltgymnastrada, wo sie hinfahren, die alle 4 Jahre, glaube ich, stattfindet. Irgendwo auf der Welt sind sie unterwegs. Mittlerweile also nicht nur in Duisburg eine Marke. Ich nenne sie ein bisschen eigentlich auch immer unsere Duisburger Botschafter für den Sport in Duisburg, weil sie eigentlich wirklich auch international unterwegs sind und die Stadt Duisburg präsentieren. In diesem Sinne, die Ursprünge sind ja aus der Schulsportschule, der Humboldt hat es gesagt. Diesmal Grundschule an der Lauenburger Allee. Nein, sondern? Fehler von mir.
Ist die Grundschule Bergheimer Straße im Programmheft, ist es auch so weit richtig. Im Text haben wir da leider einen kleinen Fehler gemacht. Also Grundschule Bergheimer Straße in Rheinhausen. Ja, wir machen in diesem Jahr Reiten. Es gibt ja Steckenpferde, eine sehr moderne Sportart, beziehungsweise eine Trendsportart, gerade aus den skandinavischen Ländern, heißt Hobbyhorsing und das versuchen wir auf die Bühne zu bringen. Jetzt sag erstmal, was Hobbyhorsing ist und dann sprechen wir was. Ja, Reiten mit Steckenpferden. Halt. Kennt jeder Steckenpferd? Steckenpferd kennt jeder, ne? Ja. Und es gibt halt aus den skandinavischen Ländern, insbesondere Finnland, den Trend, dass dort Kinder und Jugendliche mit dem Steckenpferd sowohl Dressurreiten machen als auch Sprintreiten. Das schwappt jetzt langsam so hier rüber. Auf der Veranstaltung Duisburg bewegt sich. Hatten auch zwei Vereine, nämlich Blau-Weiß Neuenkamp und der Reiterverein Wiegerhof, die Steckenpferde mit. Auch da gab es Warteschlangen, weil die Kinder unbedingt Hobbyhorsing machen wollten. Wir haben das jetzt mal aufgenommen. Das ist faszinierend, was ein Steckenpferd mit Kindern macht. Die Steckenpferde haben an der Bergheimer Straße wunderbare Orte gefunden, an denen sie jeden Morgen von den Kindern gestreichelt werden. Sie werden jeden Morgen gefüttert. Und wenn wir dann mittwochs gemeinsam trainieren, anderthalb Stunden lang, ist es ist wirklich wunderschön, wie die Kinder diese Bewegungen der Pferde aufnehmen, aber auch ihre Tiere zwischendurch, wenn sie die ersten Übungen geschafft haben, dann streicheln, motivieren, so ein bisschen abklatschen, wie sie das aus dem Reitsport sehen. Ist also wirklich Wahnsinn, hätte ich nie so erwartet, wie die Kinder auf Steckenpferde reagieren, wie sie sich aber auch auf den Sport konzentrieren. Und die Bewegungen wirklich versuchen 1A nachzumachen. Das wird ganz bestimmt toll, wird für manche vielleicht gewöhnungsbedürftig sein, aber wie gesagt, ich bin fasziniert davon, wie man mit diesen einfachen Steckenpferden die Kinder motivieren kann, sich zu bewegen. Wie lange trainiert ihr? Also wie geht's? Wir haben jetzt gestartet, Ende August. Jeweils mittwochs morgens anderthalb Stunden, also zwei Schulstunden, bis kurz vor der Sportschau. 21. November ist die Generalprobe für die Kinder und am 22. stehen sie dann auf der Bühne. Sind die nervös? Bis jetzt noch nicht. Sie haben das Theater noch nicht gesehen. Am Donnerstag werden sie nervös. Also dann führen wir sie von hinten durch den Künstlereingang auf die Bühne zum ersten Mal und wenn sie dann zum ersten Mal im Zuschauerraum sehen, dieses fantastische dunkle Rot und die Größe überhaupt realisieren. Ja, klar werden sie nervös. Und dann geben sie dem Pferd die Sporen und galoppieren davon. Geht es richtig, dann geht es nochmal richtig zur Sache. Und das Pferd, das geht durch. Wie versprochen, wie findet ihr die Leute, die hier auftreten? Ja, wie finden wir die? Gibt da verschiedene Optionen. Also, wir sind ja nicht die einzige Sportschau oder Sportgala, die so bundesweit existiert. Da hat man Kontakte auch zu anderen Veranstaltern. Was macht ihr dieses Jahr? Wen habt ihr da? Ne? Und wir sind immer unterwegs, wie gesagt, bei Urbanetics. Wir gucken auf vielen. Wir haben dieses Jahr ganz viel von Urbanetics, die da mal aufgetreten sind. Es gibt immer dieses Feuerwerk der Turnkunst, das immer im Hinterhalbjahr durch Deutschland turnt, in NRW, in Düsseldorf und in Dortmund, in der Westfalenhalle, wo wir immer hinfahren und schauen, was gibt es da Neues. Da haben wir Louisiana zum Beispiel, sind die Leute übrigens auch bei der Eröffnungsfeier der Karo-WM, Louisiana, mit einer anderen Nummer da. Mhm. Wir fragen auch die Künstler, habt ihr noch, kennt ihr jemanden, lass uns dann die, kommen, gucken uns das an. In Süddeutschland gibt es die Gemotion Show, wo wir auch gucken. In der Schweiz gibt es eine große Gemotion Show. Die Schweizer haben auch eine sehr, sehr starke Tradition. Wir hatten ja letztes Jahr auch Schweizer da, wo man immer gut finde ich für große Gruppen. Also wir haben ja immer mindestens eine große Gruppe am Start. Und so schaut man eigentlich das ganze Jahr über und wir sehen meistens zu, dass wir so bis
ja, Februar, März Grundgerüst des Pokémon stehen haben und dann immer die eine oder den anderen oder zwei Leute oder wie auch immer dann noch dazu holen, um das Programm aufzustellen. Mhm. So ist so arbeiten wir bei der Sportschau. Hat die Sportschau einen gewissen Ruf? Also das Leute sich selbst melden? Haben wir auch, ja, wir kriegen auch Anfragen von Menschen, die gerne bei uns auftreten möchten. Auch da gucken wir auch genau hin, passt das so zu uns, passt das zum Charakter der Show. Und man muss auch ehrlich sein, ich glaube, das Duisburger Publikum ist mittlerweile auch verwöhnt mit dem, was sie schon alles gesehen haben, was wir mittlerweile ins Theater gebracht haben. Und ich denke, wir haben ein relativ hohes Niveau mittlerweile erreicht mit den Künstlern, die wir haben. Das kannst du nicht immer alles immer eins zu eins dann jedes Jahr bringen, aber wir versuchen schon auch nicht mehr im Regal in der untersten Schublade zu agieren, sondern wir sind mehr in der oberen Schublade unterwegs. Ja, ein Teil ist der Showprogramm, das andere Teil ist das Sportprogramm. Die Ehrung der Sportlerinnen und Sportler des Jahres, vielleicht hat er auch dazu eins. Ja, da läuft ja gerade über die Medien, auch die hier da vertreten sind oder auch vertreten sind, läuft das Online-Voting. Bis zum 16. kann man abstimmen. Genau, bis zum Wochenende kann man da noch abstimmen. Ich glaube, Montag ist dann Schluss oder Sonntag, ich weiß gar nicht genau, aus dem Kopf. Dann haben wir den ersten Teil der Sieger feststehen. Dann gibt es in der kommenden Woche auch die entsprechende Presse- und Jury-Sitzung, wo wir dann in Teil 2 und Teil 3 des Ergebnisses dann bekommen werden. Und aus diesen drei Teilen, Online, Presse- und Experten-Voting, ergibt sich dann das Gesamtbild, wer in diesem Jahr dann die Titelträger sein werden. Die ersten drei werden wie gehabt immer eingeladen zur Veranstaltung und dann auf der Bühne werden dann die jeweiligen Sieger gekürt und präsentiert vor Ort. Bis dahin weiß eigentlich keiner, wer außer dem vertrauten Kreis der Jury gewonnen hat. Und das hat eigentlich in den Jahren immer ganz gut funktioniert, dass es wirklich nicht eine Ausbildung ist. Also der Sportler des Jahres weiß nicht, wer gewinnt. Ja. Aber nicht. Erst vor Ort. Einmal wusste die Sportlerin des Jahres. Spionage? Meine Güte. Nein, sie war krank und wollte nicht kommen. Wir haben sie überredet. Ja. Irgendwann musste man ein Video drehen auswärts. Ne? Da musste es auch vorgesagt werden. Ja, aber das war schon so ein besonderer Fall. Den Zehnkämpfer damals. Ja, wo sie dann abgesagt hat oder absagen wollte und wir sie dann durch die Blume. Könnte sich lohnen, Zwinker, Zwinker. Ja, also wir wissen ja am Ende, wer gewonnen hat und die kriegen ja dann die Einladung relativ zeitnah nach der Jury-Sitzung und wenn die dann absagen sollten, dann kümmern wir uns natürlich um, dass irgendwie wir was präsentieren können. Wir hatten auch schon mal, glaube ich, Eltern auf den Bühnen oder Freunde oder Freundinnen, ich glaube bei der Alina Greis jetzt damals waren es die Eltern, die da waren, weil die ein Meisterschaftsspiel hatte am NEA in Dortund. Ja, die ist ja dieses Jahr auch wieder nominiert. Sie werden ausgezeichnet von Prominenten, habt ihr da schon eine Auswahl getroffen? Nein, haben wir noch nicht. Das werden wir jetzt als nächstes angehen, den wir als sogenannte Laudatoren bzw. als die Menschen der Überbringung der guten Botschaft auswählen. Nein, haben wir noch nicht. Wichtig zu wissen ist, Asse Sevenin und Bühne in Action werden wieder die Moderation haben. Da freuen sich die Leute noch, weil die das auf ihre sehr eigene und sehr charmante Weise tun. Und dann sollte ich noch sagen, dass es Karten zum Preis von 25 oder 20 Euro gibt. Genau. Was übrigens, jetzt wenn man so in Preiskategorien guckt, für solche Shows ein Schnapper ist. Ja. Vor einer Freundschaft. Ist in der Tat so. Für gleiche Veranstaltung sagst du dann woanders. Mehr als das Doppelte.